Hallihallo und willkommen zur nächsten Folge Dreamfall Chapters. Ach, guck an. Alle deine Entscheidungen wurden für Buch 4 festgehalten. Dein Handeln und deine Entscheidungen in Buch 3 haben den Verlauf deiner Reise bereits auf wichtige Weise verändert. An diese Entscheidungen wird man sich erinnern und sie werden beeinflussen, wie deine Reise in Buch 4 weitergeht. Dies ist eine Übersicht über einige der von dir getroffenen Entscheidungen und die Konsequenzen, die sie in Zukunft haben könnten. Kien Alvane, ich habe anderen Einblick in mein Privatleben gewährt. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich schäme mich nicht dafür, wer ich bin, aber ich lasse andere auch nicht gern zu nah an mich heran. Und meine Worte können gegen mich verwendet werden. Was ich über mich preisgeben werde, könnte dazu führen, dass manche Leute mich anders sehen und behandeln. Das ist jedoch ihre Sache, nicht meine. 97,5% haben diese Wahl getroffen. Das ist heftig. Wieder Keen. Ich habe das Werkzeug des Mechanikers zurückgebracht. Er wird nie erfahren, was geschehen ist, und man wird ihn nicht bestrafen. Manche werden wissen, dass das Werkzeug des Mechanikers im Rooster und Kitten gestohlen wurde. Hey, geil, dass das jetzt hier so aufploppt. 54,7%. Interessant. Ich habe die Ratte mit Käse und Abendlied schlafen geschehen. Die Arme. Vielleicht hätte ich den haarigen Bodenkrabbler noch auf andere Weise erwischen können. Oh nein. Dein Geschicht als Rattenfänger wird im großen Ganzen nur von geringen Bedeutung sein. Aber immerhin 58,2. Also mir tat das wirklich sehr weh. Mit den Ratten. Ah, Zoe. Ich habe schnell reagiert und bin ausgewichen, sodass der Mann im Aufzug freie Schussbahn hatte. Er hatte den Ei-Soldaten hinter mir erwischt und mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Aber wer ist er? Und warum hat er mir geholfen? Die Konsequenzen deiner Entscheidung wirst du in Buch 5 erfahren. 66,2%. Eieiei, im Buch 5? Ja, okay. Kindbot hat mir geholfen, aus dem Lager zu entkommen. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen ist, aber ich werde ihr immer dankbar sein. Sie war die Beste. Gefühle, ganz große Gefühle. Was? Zu 20,54%? Was war denn da dann die richtige Wahl? Das ist mir echt ein Geheimnis. Barutis Daten sind noch bei Risa in Iceland, Herrgott. War es richtig, sie Sully zu geben? Und wenn wir... Oh Gott, und wann wird die Hand die Story veröffentlichen können? Wenigstens ist Baruti nichts passiert, auch wenn ich sein Vertrauen missbraucht habe. Dein Handeln wird weiterhin Konsequenzen haben. 76,7%. Im Rooster and Kitten habe ich nach etwas Fruchtigem gefragt und bin herb enttäuscht worden. So kann es gehen im Leben. Oh, 22,7%. Oh, eieiei. Diese Entscheidung wird keinerlei Konsequenzen haben. Wer hätte das gedacht? Ich konnte Liko nicht einfach zurücklassen. Er wird sich als nützlich für die Mission erweisen und vielleicht nähern wir uns aneinander an, sind gemeinsam stärker. Mhm. Finde ich nämlich auch, deswegen habe ich gar nicht so lange gewartet und habe ihn sofort hochgezogen. Diese Entscheidung wird von großer Bedeutung für das nächste Buch sein. 75,7%. Immerhin. Also Freunde, dann weiter im Verkehr. Buch 4. Revolutions. Chapter 9, okay. Zoe?
Ne? Zoe? 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 Ist klar. Toll kommentiert. Husch fort mit dir, Vogel! Ach, husch dich doch selbst, du großer, haariger Tölpel! Was in Charles' Namen? Ich kenne dich. Du warst gestern mit diesem Mädchen aus Stark da. Du bist ihr Vogel. Ihr Vogel? Ich bin mein eigener Vogel, nur dass du's weißt. Ihr Vogel? Tch, manche Leute haben Nerven. Außerdem habe ich sie verloren. Gestern war sie plötzlich weg. Wie es scheint, bin ich Experte darin, hübsche junge Frauen abhanden kommen zu lassen. Sie ist nicht abhanden gekommen. Sie ist beim Widerstand. Dem Widerstand? Sie hat die Rebellen also gefunden und nicht daran gedacht, mir Bescheid zu sagen? Na, sie erweist sich ja als schöne Freundin. Um ehrlich zu sein, sie ist nicht ganz freiwillig mitgegangen. Was meint ihr da? Die haben sie entführt? Krähe eilt zur Rettung herbei. Also wohin genau haben die sie entführt? Das darf ich nicht. Nun, ich denke, die Chance, dass du ein Asadi-Spion bist, ist eher winzig. Und das arme Mädchen könnte einen Freund wahrscheinlich gut gebrauchen. Kennst du die alte Bibliothek der Wächter, draußen vor der Stadt? Sie ist jetzt verfallen, aber darunter, in der Enklave, dort findest du dein Mädchen. Falls die sie nicht einen Kopf kürzer gemacht haben, denn dann... Halt durch, Zoe, und halt deinen Kopf fest. Ich bin unterwegs. Ulwig ist aber nett. Dass er das mal eben so einfach der Krähe gesagt hat, das wundert mich jetzt nun wirklich. Wäre cool, wenn wir jetzt die Krähe steuern könnten. Oder auch nicht. Ich hoffe, ihr habt letzte Nacht ein wenig Schlaf gefunden. Das hätte ich, wenn eure Leute was von Bettlaken hielten oder Kissen. Schätzt euch glücklich, noch am Leben zu sein, Mädchen. Wer seid ihr? Warum stellt ihr Fragen über den Widerstand? Oder ist es vielleicht besser, die Rebellen zu erwähnen? Ich werde ganz direkt antworten. Andererseits hat der ganze Ärger erst begonnen, als ich nach den Rebellen gefragt habe. Soll ich alles abstreiten? Ich glaube, wir brauchen Hilfe. Ich bin Zoe. Ich brauche eure Hilfe. Unsere Hilfe? Wobei? Ich wusste nicht, wen ich sonst fragen sollte. Ich muss zu den Purpurbergen gelangen. Ich weiß nicht, wo die sich befinden. Was ist mit den Oula? Nein, tut mir leid. Abnaxus von den Venar? Ich habe von den Venar gehört, aber sie haben das Nordland verlassen. Und Abnaxus, vielleicht ein Gerücht vor langer Zeit, weiter nichts. Ich kann euch nicht helfen. Verdammt, gibt es hier jemand anderen, der es wissen könnte? Vielleicht, aber ihr habt meine Frage nicht beantwortet, Mädchen. Warum sollten wir euch helfen? Soweit ich weiß, seid ihr eine Agentin der Asadi. Nein, ich bin... Zoe! Sie ist Zoe! Beim Gleichgewicht! Wage es nicht, sie anzurühren! Sie ist auf einer wichtigen Mission! Ich verstehe. Und wer bist du? Krähe! Rebell ehrenhalber, langjähriger, gefiederter Kumpel und gelegentlicher Sidekick von April Ryan, Rebellenführerin, Abenteurerin, Heldin und Retterin des Gleichgewichts. Richtig, hier ist Krähe, das ist er, ich bin es. Also, wo ist April? Sie kann für Zoe bürgen, die beiden sind eng befreundet, so wie zwei Hühner im selben Nest. Ich sehe April nicht,
Ist sie unterwegs auf einer Mission oder schläft sie sich aus oder... Warum seht ihr beiden mich so an? Ich dachte, du wüsstest es. Wüsstest was? Was ist los? Was? April Ryan ist tot, Vogel. Sie wurde während eines Asadi-Überfalls auf Myria im vorletzten Winter ermordet. Sie starb als Heldin und wurde als Heldin beigesetzt. Wir erinnern uns gern an sie. Was? Es tut mir so leid, Krähe. Oh, Krähe! Na schön, ich bin eine Idiotin. Ich habe von diesem Vogel gehört, Krähe. Ihr kanntet also April Ryan? Wir sind uns einige Male begegnet. Ich war dabei, als sie starb. Ich fand sie, ich versuchte sie zu retten, aber ich konnte es nicht. Also ja, ich schätze, ich kannte April. Ihr seid das Mädchen aus Stark, die träumt. Sie haben von euch gesprochen, Bachim, Bryn, Shavan. Sie sagten, ihr seiet eine von uns. Das ändert natürlich alles. Aber wie seid ihr... Er ist weg? Natürlich ist er weg. Ich hätte damit rechnen müssen. Ist ja nicht so, dass er Kien einfach gehen lassen konnte, ohne... Ach, er ist so ein... Oh. Oh. Hey, dein Haar. Das ist wunderschön. Danke. Wer ist weg, Eno? Was? Oh, Liko. Er ist mitten in der Nacht verschwunden. Hinter Kien her. Natürlich. Idioten, alle beide. Vielleicht ist es besser so, wenn Liko Kien helfen kann. Kien? Ein großer Asadi? Die Leute nennen ihn den Apostel... Ihr kennt ihn? Wir sind uns kurz begegnet. Er hat mich gut behandelt. Aber ist er nicht der Feind? War er. Jetzt ist er bei uns. Übergelaufen. Ja. Naja, nur, dass er uns wieder verlassen hat, um auf eine verrückte Selbstmordmission nach... Er ist letzte Nacht aufgebrochen. Natürlich. Nach allem, was passiert ist, verfehlen wir einander knapp. Oh, Eno, das ist... Zoe. Spreche ich das korrekt aus? Ja. Hallo. Freut mich, Eno. Bist so hübsch. Das kam jetzt falsch rüber. Wollen wir Freundinnen sein? Ach, tut mir leid. Zoe braucht unsere Hilfe. Sie hat Fragen. Vielleicht Natürlich. Kannst du... Kein Problem. Überlass das mir, Hirtin. Tut mir leid, dass ich euch verhört habe, Zoe. Und tut mir leid, dass ich nicht helfen konnte. Bitte bleibt und sprecht mit Eno. Oder vielleicht hat jemand von den anderen die Antworten, die ihr sucht. Danke, Hirtin. Woher kommst du? Deine Klamotten sind klasse. Wo hast du die her? Die hatte ich drüben schon an. Ich bin aus Stark. Das ist... Jenseits der Zwischenwelt. Auf der anderen Seite des Gleichgewichts. Die Welt der Wissenschaft. Ist das dein Ernst? Das ist unglaublich. Ich habe so viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich mache mir ernste Sorgen. Mein Kopf könnte explodieren. Ich glaube, ich muss mich mal setzen. Oh, bitte, explodier nicht. So besonders bin ich nicht. Ich meine, du bist orangebraun und die Ohren... Ach, ich bin bloß eine langweilige Sid. Absolut normal. Heilige Scheiße. Ich kann's nicht glauben. Wie bist du hergekommen? Bist du eine Reisende? Eine Träumerin. Ich träume mich einfach her. Na klar. Du träumst dich einfach her. Das ist alles. Kein großes Ding. Du bist das Beste, was ich je gesehen habe. Ganz im Ernst. Wirklich? Okay, danke. Also, wobei brauchst du Hilfe? Die Hirtin meinte... Ich versuche, die Purpurberge zu finden. Und einen Stamm magischer Wesen, die Oola. Jemand, ein Venar namens Abnaxus, hat mir gesagt... Langsamer! Also, Purpurberge, Oola... Venar, Abnaxus, richtig? Nö, nichts davon klingt auch nur im Entferntesten vertraut. Ich habe keines dieser Wörter schon mal gehört. Natürlich gibt es eine Menge Dinge, die ich nicht weiß. Ich bin ein... Ich meine, ich war ein Bauernmädchen. Ein dummer Sittling. Es gibt so viel, was ich nicht weiß.
Aber ich weiß, wo man nach Antworten suchen kann. Was? Wirklich? Wo? In der Bibliothek. Sie hält alle Antworten bereit. Habt ihr Bibliotheken in Stark? Schon gut, dumme Frage. Natürlich habt ihr keine. Ich gehe gleich in die Bibliothek und fange an zu suchen. Purpurberge, Oula, Abnaxus, von den Vena. Kommst du bei mir vorbei, wenn du soweit bist? Ich kann's kaum erwarten, noch mehr Zeit mit dir zu verbringen. Tut mir leid. Ich glaube, wir haben einen Fan gefunden. Drücken, um mehr finde, krähe und sprich mit ihm. Eine Tafelrunde vorhanden, edle Ritter vorhanden, Magie vorhanden? Das wäre ein tolles Themenrestaurant. Ich nehme an, das ist nicht der Kopf eines echten Drachen. Aber in dieser Welt weiß man nie. Also da oben ist Krähe jedenfalls nicht. Ja, und wie gesagt, sorry nochmal. Oh, das ist furchterregend. Sorry, die Unterbrechung halt gerade eben. Da war halt die Festplatte voll. Die Hirtin, Anführerin der Rebellen. Mit ihr würde ich wünschte, es nicht ich hätte eine größere wollen. Hilfe sein können. Und gastfreundlicher. Angst. Hätte ich gewusst. Ich verstehe das. Ihr müsst vorsichtig sein. Es gibt vieles, was ich euch fragen, was ich erfahren möchte. Aber seit Kien weg ist, hat sich mein Arbeitspensum verdoppelt. Vielleicht ein andermal, wenn wir beide nicht so beschäftigt sind. Das würde mir gefallen. Ich weiß nicht, was eure Mission ist. Aber ich fühle, dass sie wichtig ist und dass unsere Schicksale verwoben sind. Wir werden noch einmal reden, Zoe Castillo. Wenn die Winde abgeflaut und die Wolken verschwunden sind, wenn das Gras auf den großen Ebenen wieder gerade und hoch steht. Okay. Ich schreib's mir auf. Okay, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Wer bist du? Sie sehen bereit aus, in den Krieg zu ziehen. Die Bibliothek ist da hinten, falls du Eno suchst. Ich hoffe, Sie müssen es nicht. Du kannst gerne hier oben herumlaufen, aber nach unten darfst du nicht. Nee. Ich guck mich hier oben um. Okay. Also hier scheint wohl überhaupt nichts zu sein. Na gut. Bibliothek war ja hier hinten. Sie sehen bereit aus, in den Krieg zu ziehen. Ja. Ich hoffe, Sie müssen es nicht tun. Was ist hier mit den... Aha, was haben wir denn hier? Was macht er da? Er wirkt nervös. Soll ich ihn stören oder warte ich, bis er fertig ist? Das ist doch unterbrechen, beobachten. Das ist doch das... Der Kerl, der mir den Sack über den Kopf gezogen hat. Hey! Bei den Göttern, ihr habt mich erschreckt. Ich habe nur... Ich bin nicht... Solltet ihr überhaupt allein hier rumlaufen? Ja. Er wirkt schuldbewusst. Was ist hier los? Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Aber ich sollte wohl nicht herumschnüffeln. Ist das euer Zimmer? Wir haben keine eigenen Zimmer. Außerdem ist Kian nicht da. Ich habe mich nur umgesehen nach... ihr seid Zoe, richtig? Ich bin Jakai, der Neffe von Benrim Salmon. Sie hat ein paar sehr nette Dinge über euch gesagt. Ihr müsst ihr unbedingt Grüße von mir ausrichten. Wie geht es, Benrim? Mir ist aufgefallen, dass das Journeyman geschlossen war. Oh, sie ist in Kaltenstein. Sie wurde wegen Unterstützung des Widerstands verhaftet. Wir haben sie zu 10 Jahren Kerker verurteilt. Ich weiß nicht, ob sie das überleben wird. Egal, sie wird sich sicher freuen zu hören, dass ihr wieder in der Stadt seid. Das mit eurer Tante tut mir sehr leid. Ja, danke. Ich weiß nicht, was ich ohne sie machen werde. Sie ist alles, was ich an Familie noch habe. Ich habe jetzt was in der Stadt zu erledigen, aber bitte sagt mir Bescheid, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Okay. Haben wir ihn wohl auf frischer Tat ertappt. Was haben wir hier in der nächsten Tür? Nichts. Okay. Was ist mit unserem Verhörraum, wo wir drin waren? Sie haben mich die ganze Nacht über in eine dieser Zellen gesperrt. Das ist vielleicht kein... Eine Nacht in einer Zelle genügt völlig.
Okay. Ich habe kein Bedürfnis, das zu wiederholen. Okay, kann ich verstehen. Gut, dann ab in die Bibliothek. Er steht immer noch da. Und da bin ich gespannt, was Eno für uns herausfindet. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist sie nicht. Da ist sie. Da hinten, glaube ich. Eno ist wirklich schräg und unheimlich süß. Und ich mag sie sehr. Oula. Nö. Nichts. Ach, ich muss diesem intensiven Verlangen widerstehen, ihr gelbliches Fell zu streicheln. Bitte enttäuscht mich jetzt nicht. Okay. Irgendwo in diesen Büchern muss was sein, das dir bei deiner Suche helfen wird. Ich schaue mich weiter um, bis ich es finde. Ja, danke. Also muss ich es jetzt doch wieder selber machen. Über Abszesse, die Torturberge. Ah, okay. Angeblich entstanden na? Durch die Kraft so viele Bücher. Was Sinn ergibt, wenn man bedenkt, dass das eine Bibliothek war. Ich hoffe, Eno findet in einem dieser Bücher einen Hinweis. Keine Oula irgendwo. Schatten. Ups, tut mir leid. Tja. Ein Teil von mir wünscht sich, ich hätte Zeit, komm hier schon, zu bleiben Bibliothek. Und zu lesen. Zeig so mir, was viele du drauf Bücher. Hast. Was Sinn ergibt, wenn man bedenkt, dass das eine Bibliothek war. Sie sehen bereit aus, in den Krieg zu ziehen. Ich hoffe, Eno findet in einem dieser Bücher einen Hinweis. Ein Teil von mir wünscht sich, ich hätte Zeit, hier zu bleiben und zu lesen. Gut, also werden wir wohl nicht... Wenn schon sonst nichts, so bringt er wenigstens Farbe an diesen Ort. Wohl nichts herausfinden. Wenn schon sonst nichts, so bringt er wenigstens Farbe an diesen Ort. Na, geh da mal durch. Ach, ich liebe unsichtbare Wände. Abnaxus, Purpurberge... Mit 12 war ich genau wie sie. Ungeschickt und... Nichts. Streichen wir das. Ich bin immer noch wie sie. Ach, ich muss diesem intensiven Verlangen du mir noch widerstehen, etwas ihr göttliches Feld zu streichen. Ich suche weiter. Ich werde sicher was Nützliches finden. Irgendwann. Ja, toll, irgendwann. So viel Zeit haben wir aber nicht. Ah, also muss ich irgendwas anderes finden. In den zwei Zimmern waren wir schon. In der Halle waren wir schon. Eins dieser großen Kuhschildkröten-Dinger, die ich in der Stadt gesehen habe. Für mich steht eins fest. Ich werde nie und nimmer auf einem reiten. Wenn schon sonst nichts, so bringt er wenigstens Farbe an diesen Ort. Ja, super. Hier in der Halle haben wir uns angeguckt. Wir haben mit allen gesprochen. Runter in den Hafen können wir nicht. Ach ja, ich soll ja genau. Die Krähe. Ah, oh, Moment. Können wir da? Nein, da können wir nichts machen. Hier kommen wahrscheinlich große Pläne auf den Tisch. Und das Abendessen. Tja, und wo ist die Krähe? Finde Krähe und sprich mit ihm. Okay. Wo soll er denn sein? Ich habe doch hier alles abgekaspert hier. Brutkrum kann ich auch nicht. Ah, da ist sie doch. Da ist er. Ich sollte gehen und mit Krähe reden. Es tut mir so leid, Krähe. Ich dachte, du wüsstest es. Schon gut. Es ist nicht deine Schuld. Ich kann nur nicht... Ich kann nicht glauben, dass sie fort ist. Aber irgendwie wusste ich es, verstehst du? Ich habe es gefühlt, in meinem Herzen. Und bei diesem letzten Mal, als wir zusammen waren, da war es nicht... Es war nicht wie vorher. Es war seltsam, als wäre zu viel Zeit vergangen und wir hätten uns voneinander entfernt. Ich hätte wissen sollen, dass es nicht von Dauer sein würde. Ja, Freunde, von Dauer ist diese Folge auch nicht. Wir sind am Ende angekommen, aber in der nächsten Folge geht es hier mit unserer Unterhaltung mit der Krähe weiter. Bleibt neugierig, bis gleich, NRW bei 18, adieu.